So, und jetzt nochmal so ein paar Aussagen zu so einem Baum. Für einen Baum T gilt: Ein Baum mit n Knoten, jetzt egal, innere oder äußere, hat genau n minus 1 Kanten. Geben wir mal so einen schönen Baum, zählen wir einfach mal nach. Also, Aussage ist: Baum mit n Knoten, zählen wir mal diese Knoten hier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Der müsste nach dieser Aussage genau 12 Kanten haben. Zählen wir mal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hurra, es passt. Also, Baum mit n Knoten hat n minus 1 Kanten. Je zwei Knoten in T sind genau durch einen einfachen Weg verbindbar. Was ist ein Weg? Wir hatten eben einen Pfad definiert als Begriff. Haben wir gesagt, das ist sozusagen die Kantenfolge oder Knotenfolge, Weg von der Wurzel bis zu einem Blatt. Und wie kann das nur aussehen? Wir möchten die Knoten O und G miteinander verbinden. Wäre das natürlich der Pfad von der Wurzel zu O und genauso von der Wurzel hier zu G. Ja, und die Wurzel ist sozusagen automatisch die Verbindung dieser beiden Pfade. Ja, und das gibt den Weg. Und was anderes gibt es auch nicht. Dritte Begriff Zusammenhang hatten wir auch noch nicht. T ist minimal zusammenhängend, das heißt, durch Entfernen einer Kante ist T nicht mehr zusammenhängend. Was heißt zusammenhängend? Da haben wir einen binären Baum. Zusammenhängend heißt, ich kann von jedem Knoten jeden anderen Knoten erreichen. Da hätten wir jetzt einen Baum, der ist nicht mehr zusammenhängend und somit auch kein Baum mehr. Weil ich halt sozusagen zwei Teile habe und ich kann beispielsweise diesen Knoten hier, von diesem Knoten gelange ich nicht über einen Weg zu diesem Knoten. Ja, und dann ist das Ding nicht zusammenhängend. Und dieses minimal zusammenhängend bezieht sich darauf, es genügt, genau eine Kante wegzunehmen, dann erreiche ich es, dass dieses Ding nicht mehr zusammenhängend ist. Und eine zweite Aussage, also machen wir das Ding mal wieder hin. T ist maximal azyklisch. Also wenn ich eine Kante hinzufüge jetzt in diesem Baum, dann entsteht automatisch schon ein Kreis. Wichtig ist, ich darf jetzt keinen Knoten hinzufügen. Dann wird das natürlich nicht gelten. Also wenn ich jetzt hier einen Knoten drunter male, dann kann ich euch auch eine Kante dazu malen. Das ist damit jetzt nicht gemeint. Also wenn ich jetzt in der Baumstruktur eine Kante zeichnen möchte, dann muss ich mich natürlich an die bestehenden Knoten halten. Und wenn ich jetzt irgendwo eine Kante einfüge, egal wo, ob nun hier oder hier, erzeuge ich immer einen Kreis. Das kennzeichnet beispielsweise einen Baum. Wir möchten jetzt zeigen, ein Baum mit n Knoten hat n minus 1 Kanten. Wie können wir das nachweisen? Also, das hätte ich jetzt gerne mal bewiesen. Wir probieren das mal mit dem Ansatz der Induktion. Das geht bei so Bäumen immer ganz gut. Induktionsanfang n gleich 1. Wenn wir nur einen Knoten haben, haben wir keine Kante. Dann passt das, ne? Das gilt also. Jetzt die Induktionsvoraussetzung. Behauptung gilt mit maximal n Knoten. Und jetzt Induktionsschluss. Das müssen wir jetzt irgendwie für n plus 1 zeigen. Wir nehmen uns einfach mal einen Baum her. Also es sei T, ein Baum. Und da wird es vielleicht hilfreich sein, wenn wir uns sagen, so, der hat jetzt mal die Ordnung D. N plus 1 Knoten. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal angucken, ein Baum besteht aus einer Wurzel und eine Wurzel hat ein paar Nachfolger. Und das ist eigentlich schon der Ansatz, dass wir uns das jetzt mal anschauen müssen und was dann sozusagen für die jeweiligen Nachfolger gilt. Und dann gibt es höchstens D-Teilbäume, T1 bis TD. Also irgendwie so die Situation, hier ist unser W. Und dann haben wir hier unten Bäume drunter hängen, bis maximal D. Und das sind halt genau die Situationen, die haben wir jetzt. Also das ist im Prinzip dieses Groß T. Wir wissen, Groß T hat genau n plus 1 Knoten. Ja, und wenn dieses 1 beispielsweise die Wurzel ist, dann wissen wir, was kann ich über diese Summe sagen? Die Summe, also das soll die Anzahl der Knoten in diesem Teilbaum sein. Wie viele Knoten gibt es hier drin? Insgesamt hat dieses gesamte Ding n plus 1 Knoten. Es sei T ein Baum der Ordnung D mit n plus 1 Knoten. So, das ist der eine Knoten. Dann müssen hier unten n stehen. Über die wissen wir ja nichts. Wir wissen nur, das sind irgendwelche Bäume, die unten drunter hängen. Brauchen wir auch im Moment nichts wissen. Weil da hilft uns jetzt gleich unsere Induktionsannahme. Das sind also n Knoten, stecken damit drin. Und wir können einfach sagen, so, jeder Baum hat auf jeden Fall eine positive Anzahl. Das heißt, für diese Bäume können wir die Induktionsvoraussetzung ansetzen. Hier steht ja, Behauptung gilt für Bäume mit maximal n Knoten. Wir können auch sagen, T von I ist größer gleich 0. Damit können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden. Und was wissen wir dann? Das Baum TI. Wie wende ich jetzt hier die Induktionsvoraussetzung an? Diese Betragsstriche um so einen Teilbaum soll heißen Anzahl der Knoten. Wie viele Kanten gibt es in dem Baum TI? Das ist nämlich das, was wir jetzt mit der Induktionsvoraussetzung da reinbringen können. Nichts anderes. Genauso viele. Die Aussage ist ja, Baum mit n Knoten hat n minus 1 Kanten.
Das nehmen wir an, hier in der Induktionsvoraussetzung. Für alle Bäume gilt das, die maximal n Knoten haben. Wir wissen, jeder dieser Teilbäume, aufgrund dieser Eigenschaft, muss der weniger als n Knoten haben. Also können wir hier die Induktionsvoraussetzung ansetzen. Und dann sagt die Induktionsvoraussetzung, dass unsere Behauptung halt gilt. Also wissen wir, so, der hat Ti, Anzahl der Knoten, minus 1 Kanten. So, und jetzt zählen wir einfach mal auf oder addieren auf. Das heißt, wir nehmen uns jetzt diese ganzen Knoten her. Insgesamt haben wir die Kantenzahl, wir haben D, das sind die hier oben, zack, 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 plus T1 minus 1 plus T2 minus 1 plus TD minus 1, das ist gleich D plus T1 plus T2 plus TD, jeweils mit Betragsstrichen. Dann müssen wir noch einmal minus D abziehen. Ja, das sind jeweils diese minus 1 hier hinten. Und das ist gerade n. Haben wir hier stehen. T1 bis TD, die Summe, das ist gleich n. Das ist aber genau unsere Behauptung. Wir waren ja ausgegangen von einem Knoten n plus 1, haben für den gezeigt, der hat n Kanten. Und damit haben wir jetzt irgendwie einen wunderschönen Induktionsbeweis über den Aufbau von so einem Baum gezeigt. Also diese rekursive Struktur, die ist schon gar nicht so schlecht.